Hiermit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Uncharted 4, nachdem ich hier in der Folge davor grandios draufgegangen bin, da meine Schieß- und Schützenkünste so beschissen sind und nachdem die KI von dem Sam so hoch ist wie von dem Stück Grün, was da im Wind weht. Bin ich leider drauf gegangen. Ich werde das jetzt ausbügeln, indem ich das jetzt so mache. Achtung. Wo ist der? So. Den haben wir leise ins Jenseits befördert. Jetzt gucken wir mal. Oh, Wahnsinn. Der saudumme Bruder macht mal was Sinnvolles. Auch noch aktiv und nicht irgendwie so ein Spruch, auf den man antworten müsste, der total bekloppt ist. So, auf den schnappen wir uns auch schnell. Gut, das lief jetzt gar nicht schlecht hier. Jedenfalls besser wie in der Folge davor. Da oben ist einer. Ich guck mal. Eventuell, ja, wir klettern mal darauf. Und versuchen den auch so sanft wie möglich ins Jenseits zu befördern. So lautlos wie möglich. Achtung. So, mal schauen. Er ist dann doch ein bisschen auf mich aufmerksam geworden. Er guckt, er tut. Hier ist nichts. Was? Der ist nicht down? Oh, ich drehe durch. Ein Albtraum beginnt von vorne. Das sind so viele von diesen Söldnern. Ich sehe nichts. Ich weiß nicht, wo ich auf wen ich schieße. Da. Das sind so die Kampfmaschinen, diese Typen. Warte mal, ist da noch irgendwo einer? Ja, das stimmt. Ich krieg ja hier schon Feuer ab. Das war's. Sehr gut. Gehen wir lieber weiter. Okay, man darf das Ziel ja gar nicht aus den Augen verlieren. Wo wollen wir denn hin? Gut, da, nee, darunter nicht, das ist nicht gut, aber schon noch mal in die Häuser reingucken. Mal schauen, was da sich noch so Schönes drin verbirgt. Finden da bestimmt noch den ein oder anderen Hinweis. Ja, es geht sogar schon los. Ah, nee, Räuberleiter-Spaß. Na los, fertig? Fertig. Alles klar, es geht nach oben. Na gut. Auf geht's. Danke. Bitte. Wow, also, das war mal eine coole Aussicht. Wirklich klasse. Also optische Highlights hat das Spiel ohne Ende. Oh, cooler Turm. Cooler Stein. Oder Felsen. Okay, weiter geht's. Vorsicht, da geht's tief runter. Ja, ich seh's. Ah, okay. Und wieder runter, oder? Was gibt's hier noch zu entdecken? Nix weiter, oder? Gut. Ich habe jetzt in der Folge endlich mal eine Halterung fürs Mikro. Da ist was. Gehen wir mal dahin. Jetzt rutscht mir das nicht immer irgendwie das T-Shirt runter. Öha, öha. Wow. Wirklich cool. Pass auf, wo du hintrittst. Ganz schön heftig. Ja. Bricht bestimmt gleich was ein.
Cool. Alles ist schon wieder geil. Die Aussicht da. Da, schöne alte Villa, eingestürzt. Gehen wir mal da rein. Ob sich hier noch irgendwie ein Hinweis verbirgt. Nee, aber wir können nach oben. Die Leiter ist in der Mitte kaputt. Das passt schon. Weiter nach oben. Weiter nach oben, genau. Ich glaube, ich sehe auch schon, wie es nachher weitergeht. Wie geht's dir da hinten? Ist eine super Aussicht. Fast geschafft, Sam. Hey, ist das noch richtig? Ja, das ist noch richtig. Da ist die Leiter. So, jetzt sind wir oben am der Spitze. Okay. So wie es ausschaut, müssen wir uns dann darüber hangeln. Aber erstmal gucken, was wir hier noch Schönes entdecken. Also auf den ersten Blick sehe ich hier zumindest keine von diesen depperten Söldnern. Wobei das ja nichts heißt. Die kommen ja, tauchen ja aus dem Nichts aus. Also der Fels schaut grandios aus. Gut, dann hier mal. Ich muss da hin. Genau. Und wo müssen wir dann da landen? Oh, das ist meine Planke. Unten oder oben? Okay, da. Passt. Fall runter, fall runter. Nein, leider Schnell. nicht. Geht doch, großer Bruder. Nichts nutzt. Mithalten, ne? Gut, schauen wir uns hier mal Dir das um. beigebracht hat, ha? Du kleiner Hund. Nach unten ist schlecht. Sollen wir da raufklettern? Es schaut so aus, ob da was gehen würde. Nee. Dann hier eventuell. Ah, da wieder runter. Aber ich denke mal, wir müssen erstmal zu dem Haus da drüben kommen. Hoffentlich söldnerfrei. Okay, was jetzt? Okay, was Weiter, jetzt, was sagt ich er? tue, okay? Großer Schwung. Das Hammer. Da geht es irgendwie weiter. Ne, da geht es nur bergab. Und dann da rein. Hier wäre eigentlich mal wieder Zeit für einen Schatz. Da lag doch schon was, oder? Ja, geil. Hier eine Sau, mit der kann man die Bierflaschen öffnen. So, es geht weiter. Aber nicht hier, oder? Ich glaube, ich muss wieder raus. Und bitte weitergehen. Gerade geht er nicht, doch jetzt. Ach, da können wir uns noch weiter hangeln. Step by step. Also alles, was du tust. Ja, so in der Art. Dann gehen wir da gleich mal rein, aber erstmal umgucken. Aber so wie es ausschaut, liegt da nichts Brauchbares. Uiuiui. Kleine Schlitterpartie. Da sind Viecher auf dem Baum. Ach, Lemuren heißen Hier die. bestimmt nicht günstig. Lemurenhuren. Was denkst Gut. du? Irgendein Verwaltungsgebäude? Vielleicht. Gut. Vielleicht hatte Libertalia einen Finanzausschuss. Ja, vielleicht haben sie Steuern gezahlt. Wer weiß? Wohin des Weges? Da lang. Schön hatten es die Piraten seinerzeit. Eigentlich auch hier irgendwo ein Schatz wieder verborgen liegen. Im Gestrüpp. Aber ich denke mal, es ist fast. Oh, was liegt da Schönes? Was ist das? Eine Vase?
Gut, gut. Wir gehen die Treppe rauf. Labert der was? Nee. Besser ist es. Der Trottel die Klappe hält. So. Schön antik hier alles. Okay. Meine Lieblingsfrage. Wohin? Wo lang? Da entlang. Sehr cool. Und hepp. Hier kommen wir auch nicht durch. Da liegt was. Was gibt's? Hier für einen Schnupftabak, für einen Schneizler. Das was zum Rotzen hast. Ja, aus großem Reichtum. So. Keine Verantwortung. Oder Zurückhaltung. Mann. Tja, hier geht's auch nicht weiter, kaufen. Hat er gesagt. Gut, da sind wir gerade runtergeslidet, oder? Da werden wir jetzt nicht mehr raufkommen. Nö. Das bedeutet, vielleicht oben irgendwie entlang. Außen an dem Fenster. Was haben wir hier? Oh, da ist ein Hinweis, oder? Was haben wir da, ein Kompass oder so? Da kann man aber nichts drücken. Irgendwo muss es hier rausgehen. Ah ja. Da, mach doch die Tür auf. Nee, macht er aber nicht. Das geht natürlich hier bei dem Spiel schon etwas spektakulärer. Das muss man da runterplumpsen. Und dann müssen wir hier mal ganz systematisch vorgehen. Ist da irgendwas? Ein Teppich? Unter dem Teppich wäre irgendwie cool so ein Geheimgang. Na, ich denke mal, es wird nicht lang dauern. Dann kriege ich wieder einen Hinweis, weil ich mich zu deppert anstelle. Ich würde es gern ohne den Hinweis rausbekommen. Wir laufen mal da unten entlang. Ach, der Ander steht da wie so ein, wieder wie so ein Baumstumpf. Gestorben. Gut. Vielleicht kann man hier irgendwo hoch. Der Wurzel kann man da entlang. Nee. Irgendwas übersehe ich hier gerade. Ich weiß nicht, vielleicht soll ich mir so einen Stuhl schnappen und den da irgendwie hin tun. Ach doch, guck mal her. Da klettert er über die Wurzeln. Da macht er das vielleicht hier auch jetzt. Nee. Aber drüben hat das gerade gemacht. Und gucken wir mal. Wird er irgendwo eine Möglichkeit haben, rüber zu hüpfen? Ich glaube, wir müssen nach oben. Ich glaube, wir müssen nach oben. Da schaut es doch gut aus. Allerdings. Komm, geh da rum. Nee, ich habe gehofft, ich kann mich da am Geländer festhalten und dann aus dem Fenster hüpfen. Die haben doch hier schon was aufgebaut. Ich weiß nicht wohin. What? Hier geht's einfach raus? Und ich suche da irgendwie so einen Spezialausgang. Gott. Zu kompliziert gedacht, nicht richtig gesucht. Obwohl, hier geht's schon wieder nicht weiter. Und dann geht der da so in Deckung.
Du wirst doch da rauskommen, du Pfosten. Na? Komm, bring einen Spruch, du Amateur. Ne, ich hänge hier immer noch fest. Aber wo liegt denn da der Fehler? Ich bin ratlos. Kann man nicht diese Bäume raufklettern? Nee. Irgendwas mache ich gerade. Absolut verkehrt. Jeder andere hätte es wahrscheinlich schon entdeckt. Oder wäre irgendwie schon fünf Gebäude weiter. Aber ich weiß gerade nicht, woran es liegt. Gehen wir nochmal nach oben. Kann ich nicht irgendwie hier mein Lasso schwingen? Der schaut doch super aus, der da. Aber da geht nichts. Komm, hilf mal da auf. Nee, in den Bäumen bleibt er auch nicht hängen. Hm. Sehr interessant. Ja, Leute, bevor ich euch da jetzt zu Tode langweile und wir hier in diesem komischen Gebäude nur im Kreis laufen, machen wir hier mal einen gemütlichen Break und treffen uns bei der nächsten Folge hier wieder beim blauen Punkt auf diesem wunderbaren Teppich. Und ich hoffe, dass ich dann weiß, wo es lang geht. Der kratzt sich auch schon im Kopf. Vielen Dank fürs Reinklicken und ja, bis morgen 20 Uhr.